I really appreciate that, man. I really think so. E Sports. Ich hab Disco, ich hab's hier! Wetten, dass du zu Ellen Schulz vertraust du deiner Truppe? Ich natürlich vertraue ich meiner Truppe. Was ist denn das für eine scheiß Frage? Was bist du für ein krasser Knecht? Soll ich dich in die Grübe geschicken, Cora? Was bringst du hier für schlechte Vibes rein? Guck sie dir doch mal an. Glaubst du, diese Männer holen nichts? Guck sie an. Dorschi, hä? Frittenfried und Dorschi. Kai Havertz auf der 10, Timo Werner linker Flügel. Illegaler rechter Flügel. Richard Richardson hier, 96. Was gibt's? Was gibt's? Schlotter in der IV. Ist Schlotter hier? Renato, Karim hier, Nationalmannschaft. Guckt euch mal die Truppe an. Jordan leider verletzt. Jordan leider verletzt, Chat. Was soll ich euch erzählen? Guck mal, Agi, den geht's immer noch so gut. Frittenfried wurde zum Spieler des Monats auf jeden Fall nominiert. Das ist doch schon mal was, Fritte. Hör mal zu, das ist doch schon mal was. Mach weiter, trainier weiter. Immer mal ein paar extra Runden laufen. Laktattest, auch mal vielleicht mal ein bisschen mehr machen als die anderen. Bisschen weniger ins Pearl gehen und dann auch mal ein bisschen konzentrieren, du Dummkopf. Menu will ihn haben. Dorschi, du hast es geschafft, Großer. Und genau das wollte ich doch. Aber du spielst die Saison noch bei uns. Angebot ablehnen. Er hat es geschafft, Chat. Guckt ihn euch an. Ole ruft mich an. WhatsApp. Schreibt mir eine WhatsApp. Hey, wie geht's? Keine Antwort. Gab's erstmal keine Angebot. Angebot ablehnen. Schlotte. 3 Millionen. Atalanta versus Sampdoria Genua. Angebot ablehnen. Ich habe mich vollständig von meiner verstauchten Knieverletzung erholt und hoffe, dass ich heute wieder zur Mannschaft gehöre. Ey, John. Kein Problem. Meine Nummer hast du. Kannst mir jederzeit schreiben. Guck mal hier. Ich setze dich bald wieder ein. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin nämlich ein Trainer, der an dich glaubt. Ich lass dich spielen. Koulibaly, hä? Ja, okay, warte, erstmal im Kader. Wir wollen ja auch nichts überstürzen. Guck mal hier gegen Köln. Was waren hier in Real Life? 3-1. Ich zeige euch jetzt mal, was sie macht. Über die Außen. Timo Werner und Illigella. Spielerwege kreuzen. Wenn ihr vorbei seid, kreuzen. Er kann euch nur faulen. Rote Karte, gelbe Karte, kein Problem. Es gibt einen Freistoß. Frittenfriede, Dorschi, absichern. Hinten. Einer muss hinten bleiben. Reden miteinander. Du gehst, ich bleib. Leo schreit. Hintermann. Hast Platz. Miteinander reden. Viel miteinander reden. Saul geht zu Chelsea. Hey, Digga, was geht denn ab in den letzten Minuten da? Ach, schnell Simulation. Ja, nice dann, auf jeden Fall. Ja, nice dann. Habe ich mich verdrückt. Hier, Wolfsburg. Hinspiel 2-1 gewonnen. Interessiert mich doch nicht. Freunde, wir sind hier in der Bundesliga. Fußball-Bundesliga. Ich bin satt. Wir haben die Schale doch schon. Ich habe sie bei mir hier im Schrank stehen. Ulrike auch. Alle 2 Wochen kommt Ulrike und Ingo. Sitzen da zu dritt im Sessel. Jeder mit einem Weinglas. Ich sitze da mit einem Bier. Ulrike trinkt nicht, Freunde. Ulrike trinkt nicht. Müsst ihr verstehen. Reden ein bisschen über die Zukunft. Im Hintergrund läuft so ein Radio. Ganz entspannt. Einfach mal Handy auch ausschalten. Chill ich ein bisschen mit denen. Lass uns einfach mal die Sehne baumeln. Ist kein Problem. Was wir noch nicht im Schrank haben und was Ulrike mir die ganze Zeit auch über WhatsApp schreibt, ist, dass sie gerne einen Henkelpott haben möchte. Wollen wir Ulrike diesen Traum ermöglichen oder nicht? Aber hier VfL Wolfsburg ist mir doch scheißegal. Marc von Bommel. Nehmen wir hier Siegprämie mit, alles in Ordnung. Ich habe schon meine ganzen rechtlichen Wege eingeleitet. Nächstes Jahr sieht man mich auf den Bahamas. Da steht schon alles klar. Guck mal hier, wie die Feuerwehr. Guck mal, wie sie loslegen, wie die Feuerwehr. Boah, Digga. Safe Sieg. Ulrike ist eine super liebe Chat. Verstehen viele da draußen nicht. Ulrike macht alles super. Eine super Vor. Warte mal ganz kurz, guck mal hier, 1-0. Guck mal, und das ist die Qualität, von der ich rede. Langsam kommen wir wieder zur alten Stärke. Richard Richardson, 96, kein Problem. Du bist der Beste und der Hübscheste. Mein neues Auto wird übrigens Ingo heißen. Und dann mein neues Auto, Ulrike. Safe, das steht jetzt schon fest. Ingo und Ulrike. Jetzt ist gerade Ben. Das nächste, der neue Wagen wird Ingo heißen. Und danach der Wagen, weiß ich noch nicht, was es ist, der wird auf jeden Fall Ulrike heißen. Die sollen sich bei mir befestigen. Assistent von Hansi Flick. Ich bin der Co-Trainer in der deutschen Nationalmannschaft, Chat. Habt ihr gesehen, ey? Junge, ich bin voll stolz. In der deutschen Nationalmannschaft sind jetzt schon 3 Jürgen Würger. Timo Werner, Kai Havertz und Karim Adeyemi. Schlotte? Schlotti! Stimmt, Digga. Elfmeter, ich geh rein. Dorschi ist nicht... guck mal hier, schnell. Ist Schlotti A-Nationalmannschaft? Stimmt! Schlotti ist ja auch ein Jürgen Würger. Der war gestern im Chat rechts, kein Problem. Guck mal, das ist das... Guck mal hier, ganz kurz. Chat, ich mach jetzt ein Tor. Niemand kann mich aufhalten. Aber der kennt es nicht. War damals in Brasilien, in den Favelas. Ja, alles gut, Einwurf. Schlotti ist sogar einer der aktivsten Jürgen Würger. Guck mal hier, Illigana, Frittenfried. Hä, wie Bock ich auf FIFA 22 hab? Hilfe, wieder so zu zocken und so. Guck mal hier, Chat. Für diejenigen, ich hab seit einem halben Jahr kein FIFA mehr gespielt. Okay, seit 3 Monaten kein FIFA mehr gespielt. Ich bin eigentlich nicht mehr scheiße. Guck mal hier. Und deswegen, das ist mir zu blöd. Oh Gott. Digga, wir waren viel besser. Digga, ich hab schon gesehen, ne? Das ist geisteskrank. Da werden Nackenkissen für 80, 90 Euro gekauft. Frittenfried, hey, Kopf hoch, Konzentration. Ey, Junge. Super. Karim, rede mit mir. Ich muss öfter spielen. Die geringe Anzahl der Einsätze tut nicht meine Karriere gut. Ey, weißt du was? Ich lass dich ran. Danke fürs Zuhören. Ich bin jetzt glücklicher. Wenn es drauf ankommt, zähle ich auf dich. Und weißt du was? Du wirst jetzt spielen. Digga, Kai Havertz ist 24-7 in Shisha-Café. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass der Typ die ganze Zeit immer keine Ausdauer hat. Meine Fresse. Ihr müsst verstehen, dass es was Wichtigeres gibt als den DFB-Pokal. Das wissen die Leute auch. Auch mal wirklich zurückziehen, wenn es darauf kommt. Aber ich möchte den gerne im Bein stellen. Coman, Sané, Roca, Casemiro, Marquinhos, Diego Carlos. Digga, was ist das denn für ein verrückter
wirklich der ulkiger Kader, ich verstehe es nicht. Oder jemand filmt euch, wie ihr gerade ein Spiel habt und ihr schießt ein Tor und ihr denkt, boah, das war so ein krasser Schuss, dann guckt ihr euch das an und das sieht voll langsam aus. Das ist voll kacke. Oder, oh, jetzt guck mal hier, Timo. Super, Augen aufgehabt, weitermachen. Timo, und das ist es nämlich. Nicht die Tore zählen, sondern wie viel wir als Team spielen. Super Auge da. Mann, habt ihr auf Bayern gewettet, ihr Knechte? Predikte mal den Wechsel von Adeyemi. Ich sage Dortmund. Und wenn nicht Dortmund, dann soll er nicht in die Bundesliga. Es ist natürlich auch sehr wahrscheinlich, dass er zu Salzburg geht, ne? Zu Leipzig. Von Salzburg zu Leipzig. Fuß vor. Digga, Gregor, kurze Ecke zumachen. Wie ging der denn rein? Ich möchte es nur physikalisch verstehen. Manu hat Ronaldo-Bilder gepostet. Was labert ihr? Manchester United, redet mit mir. Oh, wie cool. Nein, die haben sogar ein Video gemacht. Gib mir einen Cristiano Ronaldo-Transfer und ich sag euch so, wie es ist. Ich würde so heftige Sachen machen und die machen sowas. Cristiano Ronaldo. Womit krieg ich Cristiano Ronaldo? He's back. And still perfect. And he's still perfect. He's back here and he is still perfect. Hä? Wie gut der aussieht. Kein Sinn. Aber wie krank hat Hertha sich denn mit dem Transferfenster verzockt? Wenn die nächsten beiden Spiele nicht eins davon gewinnen, Digga, dann sind die auch im Kopf mental komplett am Ende. Die spielen jetzt gegen Bochum und dann gegen Fürth. Oh, mach ihn doch. Oh. Manuel Neuer. 1-1, langsam mal hier, langsam auch mal hier sich mal Fuß vor. Oh Gott. Mann, Digga, wir haben viel besser gespielt. Ich schwör's euch, wir haben viel besser gespielt. Aber das DFB-Pokal juckt mich nicht. Jetzt müsst ihr den Ball erobern, langsam, jetzt. Ja, das ist zu Ende, kein Problem. Alles gut. Handicap nochmal. Casemiro. Ist okay, Chat. Ist der DFB-Pokal? Jetzt können wir uns auf die wichtigen Spiele nämlich konzentrieren. Weil, ich sag euch so, wie es ist, DFB-Pokal ist scheißegal. Chat, es ist der letzte Karrierestream. Ich hab hier eine Mission. Ulrike hat noch nicht den Henkelpott in der Vitrine stehen. Und das ist eine der Sachen, die ich ihr mir bitte ermöglichen möchte. Das ist eine dieser Dinge. Weil Ulrike und Ingo, die wollten nie wirklich viel. Transferangebot von Willi. 158 Millionen. Olympique Lyon. Wollen die mich verarschen? Möchte diesen Spieler verpflichten, da sein Marktwert zwischen 151 und 220 liegt? Könntest du eventuell noch einen besseren Deal vereinbaren? Willi, lass uns mal an einen Tisch setzen nochmal. Hm? Setz dich mal dahin. Ey, Chat, Boateng ist einfach zu Lyon gegangen, ne? Was ist denn das für ein heftiger... Also, ich hätte niemals gedacht, dass der zu so einem Verein geht, ne? Also, no front. Ich dachte, der geht zu irgendwas Top-10-mäßiges. Soll ich mal Willi anrufen? Hallo. Hallo. Willi, ich muss kurz nochmal mit dir reden. Ich hab hier ein... Hier ist was ins Büro gekommen, auf meinen Schreibtisch. Na, ganz kurz, Eli, ich bin der Beste. Okay, na, also wirklich, hier ist was reingekommen und es ist heiß. Ja. Verein hört sich jetzt vielleicht nicht so cool an, aber ich möchte es dir trotzdem sagen. Olympique Lyon möchte für dich 158 Millionen und 100.000 Euro bezahlen. Das wollte ich dir nur mitteilen. Dass, ganz kurz, ja. Wundert dich das? Nee, mich wundert's nicht. Ich wollte es dir halt nur mitteilen, weil ich finde, das ist dein gutes Recht. Ich bin Trainer, wir haben ein gutes Verhältnis miteinander. Und das, ich möchte einfach, dass du weißt, es gibt Vereine, die wollen um die 160 Millionen Euro zahlen, um dich als Linksverteidiger mittlerweile 25 Jahre alt zu verpflichten. So, erstmal kannst du dir mal ganz kurz selber auf die Schulter klopfen. Ja, okay, hab ich. Weil, wer hat den Fach, diese wilde Idee gehabt, mich überhaupt links aufzustellen? Sag's mir. Ich war das, aber das war auch Ingo. Ingo hatte da auch mit mir geredet gehabt und das ist wirklich einfach nur Wahnsinn, was du da seit 2 Jahren auf der Linksverteidigerposition einfach machst. Und rede mal mit mir, was soll ich denn sagen? Der sitzt hier vor mir gerade im Büro, ich hab ihm gesagt, der versteht mich ja nicht. Was soll ich denn? Soll ich dir mal einfach mal 300 Millionen in den Kopf schmeißen? Was denn? Ich sag dir ehrlich, ob du ein Here We Go möchtest oder nicht, liegt an dir. Willst du ein Here We Go? Also dann spielst du mit den Zahlen. Ich spiel mal mit den Zahlen, aber 158 wissen wir beide, ist Quatsch. Ist Quatsch. Ein Monat, dann ist das Geld weg. Und alleine mit den Trikotverkäufen. Was glaubst du, was in Frankreich los wäre? In Lyon? Ja. Ich geh da mal rein mit 250, ne? Angemessen. Ja. Ich wollte es dir nur mal gesagt haben. Und? Dass du es geschafft hast. Wenn ich das Angebot nicht annehme. Ja, ich weiß, was jetzt kommt, Willi. Ich habe Vertragsverlängerung, weil du merkst, alle Vereine sind interessiert. Hör mal zu, ich habe doch schon mit Freddy geredet. Mein Vertrag läuft hier dieses Jahr aus. Ich bin nächstes Jahr in den Bahamas, habe meine Kinder schon gesagt, sucht euch da ein paar Freunde, meldet euch ab von der Schule. Braucht ihr gar nicht vernünftige Freundschaften schließen jetzt hier in Berlin. Meiner Frau habe ich gesagt, meldet euch ab vom Yogakurs. Nächstes Jahr geht's in die Bahamas. Ich habe damit nichts mehr zu tun, Großer. Ich gebe dir noch mal was. Weißt du was? Ist ja nicht mein Geld. Here we go. Ich gebe dir noch mal 250 Millionen. Mal gucken, was er sagt. Wir hören uns, ne? Ey. Okay. Nee, super. Okay, dann, ne? Ey, Eli. Eli, nee, ehrlich, du bist der Beste. Ja, okay, dann. Eli, du bist der Beste! Okay, nee, dann, okay, wir hören uns, ne? Eli! Okay, ne.
Ist ein guter Kollege von mir. Neue Transfersumme vorschlagen. Hör mal zu, ich habe mit meinem Spieler gerade geredet. Ist hier kein Wunschkonzert. Wir hören sich für dich 255 Millionen an Angebot absenden. Möchtest du oder nicht? Du kannst auch den Flug wieder zurücknehmen. Ist nicht mein Bier. Was ist denn das? Hörst du mir zu oder nicht? Dann sind es jetzt direkt mal 20 Millionen teurer geworden. Alleine, dass du mir nicht zuhörst. 20 Millionen teurer geworden. Weil du mir nicht zuhörst. Angebot absenden. Er hört mir nicht zu. Das ist unser letztes Angebot. Tut mir leid, dann hör mir zu. Ist doch nicht mein Bier. Ablehnen. Dieses ständige Hin und Her bringt nichts. Das überhaupt Angebot für Willi ist immer noch weit. Ja, dann tschüss. Ich gebe dir nicht die Hand. Ulrike, mach ihn nicht die Tür auf. Such ihn kein Taxi, der soll Uber fahren. Warte mal ganz kurz. Es tut mir leid, dass ich das so hart sagen muss, aber ich sehe leider keine Zukunft mehr bei diesem Verein. Ihr macht es mir einfach keinen Spaß mehr. Was bist du für ein krasser Knecht? Willst du uns einen Stich lassen? Freigabesumme. Hä? Hey. Digga, der kriegt auf jeden Fall keinen neuen Vertrag. Gute Teamchemie da. Meine Fresse. Dorsch und Frittenfriede spielen noch eh. Karim, mach da jetzt auch mal was. Ich lass doch auf, ich stell dich auf, kein Problem. Mein Vertrag, warte mal, ist er jetzt schon weg oder wie? Renato. Ah, denkst du, es interessiert mich? Ja, yeah, tschüss. Was denn? Jordan kommt auch mal wieder rein, huh? Kein Problem. Er denkt, es interessiert mich. Kalle ist im Gästeblock. Simulieren. Zeig mal hier, was ihr drauf habt. Es ist alles kein Problem. Sie müssen nur auf mich hören. Ich mache nicht nur bessere Spieler, ich mache aus ihnen auch bessere Menschen. Ich habe den in der Schulzeit hier, die haben Deutschkurs, weil nicht so viele von denen. Guck mal, 1-0. Aber ich jubel nicht, weil das normal ist. Ein paar von denen hatten Probleme, sich zu integrieren hier. Wir haben Artikelschwäche. Bin ich durchgegangen, habe mich da hingesetzt. Nochmal mit denen gepaukt. Kein Problem gewesen. Hab mir die Zeit genommen. Manche von denen hatten Beziehungsprobleme. Habe ich auch mich drum gekümmert. Weil es ist mehr. Ich bin mehr als nur ein Trainer. Ich bin ein Trainer, ich bin ein Freund, ich bin ein Vater. Ich bin alles, was sie wollen. Wenn sie mir aber den nötigen Respekt erweisen. Bist es mit denen durchgegangen und die haben noch immer eine Artikelschwäche. Ja, mein Gott, weil sie aber auch nicht wirklich immer zuhören. Jamal, daran hat es halt gescheitert. Saß da im Unterricht immer mit dem Handy in der Hand. Hab gesagt, Jamal, möchtest du hier was lernen oder nicht? Du kannst auch gehen, das ist freiwillig hier. Du bist freiwillig. Hat sich immer hingesetzt, hat sein Handy in die Hosentasche gemacht. Meinte, nein und so, ich pass jetzt auf. Was ist passiert? Eine Minute später war er schon wieder da. Tinder Platin gehabt. Ganz schlimm. In der Kabine. Und das ist auch der Grund, Freunde, mit so welchen Leuten, die nicht wollen, das mache ich dann auch nicht. Jamal, talentierte Spieler gewesen, aber es hat nicht gepasst. Es hat nicht gefruchtet. Hey, warte mal ganz kurz. Freistoß Gregor Kobel? Warum schießt Gregor Kobel meine Freistöße? Hä? Da stand Gregor Kobel, aber ganz kurz mal. Timos, Quatsch. Da stand Gregor Kobel schießt meine Freistöße. Was soll ich euch erzählen? Und mach ihn. Ja, und das ist Weltklasse. Frittenfried. Welchen Champions League-Sieger prediktet ihr? In Real Life Champions League-Sieger. Real Life ist ganz schwer. Es gibt so viele krasse Vereine. Ich weiß, es ist zu früh. Kannst du noch nicht sagen. Was soll ich euch sagen? Menu, Paris, City, Bayern. Klassiker halt, ne? Bayern auch auf jeden Fall vorne mit dabei. Ich glaube, Barca auf jeden Fall nicht. Real auch nicht. Ja. Wenn Mbappé bleibt, der bleibt ja bei Paris, dann ist Paris auf jeden Fall ein ernstzunehmender Mann, Gegner. Aber Gage ist keine Tore, Chat, merkt euch das. Chelsea ist auch richtig gut. Liverpool ist auch richtig gut. Weiß ich nicht, ob Dortmund die Champions League gewinnt. Wo ist jetzt hier? Teamzentrale. Entwicklung. Wo kann ich jetzt hier was sehen? Willi, zeig mal her. Tempo 96. Antritt 96. Physis Ausdauer 99. Aggressivität 93. Stärke 88. Er hat Defensivbewusstsein 74. Schwere Zweikämpfe 75. Grätsche 84. Ballkontrolle 80. Ruhe 64. Reaktion 90. Beweglichkeit 93. Entwicklungsbank. Sag mal her, John. Mitspielender Verteidiger. Der Typ ist Frisch-Läge zum Frühstück. Schwacher Fuß 5. John hat 5 Sterne Weakfoot. Was ist das? 69 Effekt-Skolo. 4 Sterne Skills. 3 Sterne Weakfoot. Beweglichkeit 99. Ausdauer 99. Ballkontrolle 99. Langer Pass 99, kurzer Pass 99, Sprintgeschwindigkeit 95. Digga, der Typ, ne? Weiß ich nicht. Guck mal hier, Edi Geller. Tempo 99, Antritt 97. Das ist auch wie sehr auf die echten Leistung bezogen, muss ich sagen. Beweglichkeit 82, Balance 93, Reaktion 99. Ballkontrolle 99 und Dribbling 99 würde ich auch auf jeden Fall so unterstreichen, Chat. Weil das nämlich einfach cool ist. Offensiver Mittelfeldspieler. Ich bin offensiver Mittelfeldspieler. Ausdauer 97, weiß ich nicht. Defensivbewusstsein 30, weiß ich auch nicht. Abfang 92, ja doch, das ist korrekt. Gib Edi Geller was zum Schuss boosten. Der kriegt es auch so organisiert. Kai Havertz, sag mal her, Entwicklungsplan. Nichts mit 99. Warum hat der aber 90 Gesamtrating? Zeig mal hier, wo ist er? Den wollt ihr doch alle sehen. Richard Richardson 96. Abschluss 99. Stellungsspiel 99. Schusskraft 97. Sprunggeschwindigkeit 97. Antritt 92. Aber Edi Geller, das wertet dann besser aus. Edi Geller ist ja auch wahrscheinlich besser. 72 Schuss ist bodenlos. Bei mir ist er in Ordnung, Chat. Der kann das. Der kann das, Chat. Das vergisst ihr ja immer. Anfang Griezmann back to Atletico Madrid. Here we go. Agreement now complete with Barcelona. Loan until June 22 with buy option for 40 million. Junge, was geht da ab? Einfach wieder zu Atletico.
Ich war auch ein Flop-Transfer, also was soll ich sagen, als er zu Barca gegangen ist. Es hat nie funktioniert. Es hat nie richtig gefruchtet. Am Ende wurde es besser, aber ist schon krass. Jonas ist 80 Millionen Verlust. 80 Millionen Verlust? Ach, die haben den für 120 Millionen geholt, stimmt. Digga, dann brauchst du dich doch Barca nicht wundern. Evan Cunha, dann brauchst du dich doch Barca nicht wundern. Ich verstehe es nicht. Die wundern, oder genau das meine ich mit so Vereins-Transferpolitik. Die holen sich einen Spieler für 120 Millionen und verkaufen ihn 2 oder 3 Jahre später für 40 Millionen. Was sind das? Oh, Champions League gegen Inter. Alles gut, kein Problem. Jetzt wird's wichtig, Chat. Inter plötzlich gut. Ganz kurz, ich muss mal mit den Jungs reden. Ulrike macht die Tür zu. Das ist der Grund, warum ich die Playstation heute nochmal angeschmissen habe. Digga, was ist das für ein Kader? Van de Beek, McTominay, Toni Kroos spielt bei Inter. Depay. Was ist das für ein verrückter Kader? Digga, was ist das denn für ein verrückter Kader? Kein Problem. Genau deswegen habe ich die Playstation angemacht. Denn genau deswegen spielen wir Fußball. Für so eine Abenden. Champions League. Guckt in eure Vitrine. Guckt in eure Instagram-Profil. Jeder hat schon Posts gemacht mit Very proud to be German Champion. Sowas. So eine Scheiße halt. Und dann könnt ihr die ganzen Weiber auf Instagram anschreiben. Die Single natürlich. Die ganzen Singles. Könntet ihr Bilder schicken, dann die ganzen größere Partys machen, etc. pp. Und das können wir alles zum Ultimatum ausführen, wenn wir die Champions League geholt haben. Perfekt, wenn wir die Champions League holen. Und das ist nicht so schwer. Wir sind 4 Schritte entfernt. Es ist ein kleiner Schritt für uns, aber ein Riesenschritt für die Fußballgemeinschaft da draußen. Macht die einfachen Dinge. Karo einfach. Spielen, passen, spielen, passen. Niemand hat mehr als 3 Ballkontakte. Spielen, passen, spielen, passen, spielen, passen. 1-2, 1-2, 1-2. Miteinander spielen. Macht sie müde, macht sie müde. Guck mal, sie sind schon müde. Die Ärzte hat schon gefragt, Schiedsrichter, wann ist Pause? Guck mal den an, Nummer 7. Kouakou Grila. Kann jetzt schon nicht mehr. Hat den Schiedsrichter schon gefragt. Kommt gar nicht mehr hinterher. Guck mal, wie wir miteinander Fußball spielen. Und genau das ist es. Genau das möchte ich nämlich sehen. Und jetzt wieder hoch. Kopf hoch. Peripheres sehen. Spielen miteinander Fußball. Wenn es nicht geht, wieder zurück. Na, Doshi, das ist Quatsch. Hey, komm, wieder nach unten. Nicht nervös sein. Und gut aufgepasst da. Koulibaly, 45 cm, hat er da so lang geschmissen. Das hat so raus und dann so lang rangeschmissen. Wenn es nicht geht, wieder nach hinten. Wenn es nicht geht, wieder nach hinten. Kein Problem. Ja, doch. Oh, guter erster Kontakt, Timo, weiter geht's. Wenn wir nicht an uns selbst glauben, dann macht es niemand. Ich glaube, Inter wird gewinnen. Ich glaube, du kriegst gleich einen Timeout. Mann, ey. Nicht direkt in der ersten. Jungs, nicht schlimm. Wir werden miteinander das Problem beseitigen. Geh die Linie runter, Timo, das ist Fußball. Oh, Richard, Kopf hoch und such dir deinen Ansprechpartner da aus. Mitte, jetzt. Oh, nee. Sie machen schon wieder zu viel. Sie machen schon wieder zu viel. Psychologisch ungünstiger Zeitpunkt in der 45. Setzt euch hin. Ulrike, hol hier mal Malto Dextrin und ein paar Müsli-Riegel. Es ist nicht schlimm. 2-0. Jeder macht sein Handy aus. Niemand holt die Zeitung morgen. Ich möchte, dass ihr euch einfach mal ein bisschen Zeit lässt mit euren Frauen, mit euren Kindern. Aber vorher machen wir hier nochmal 45 Minuten ein Feuerwerk, so wie es das Olympiastadion noch nie gesehen hat. Ein Tor und wir sind wieder da. Es ist nicht schlimm zu verlieren. Es ist schlimm, es nicht probiert zu haben. Wir brauchen ein Tor. Wir brauchen ein Tor. Aber ich sehe da auch keinen Biss. Wir werden da so vorgeführt, Chat. Ingo, ganz gut. Und das ist der Moment, wo wir nämlich wieder zurückkommen. Digga, die sind 3-0 in Führung gegangen. Ein Tor noch, aber sie fangen an zu schwitzen. Ein Tor und die Geschichte wird geschrieben, ich sag's euch. Und im Mailand brennt die. Und im Mailand brennt sie. Ich sag's euch so, wie es ist. Und 11 Meter. Weiß ich nicht, ob mir die Geller dafür bereit ist, mit 1,72 schießen. Über Stammbein, Chat. Und das ist Qualität. Und das ist Qualität. Zurück zur Simulation. Und wir sind zurück. Und jetzt fangen sie an zu rechnen. Guck mal, wie nervös sie schon sind. Guck mal, wie nervös sie sind. Ja, doch. Ja, doch. Ist okay. 3-2. 3 Auswärtstore ist ein bisschen scheiße, aber ist okay. Wir sind noch am Leben. Danke, dass ihr mich wieder... Kein Problem, Karim. Als ich dich eingewechselt habe, hast du auch gesehen, wie Steve. Ich bin stolz auf dich. Ich muss nur mit 2 Toren Abstand gewinnen. Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten. Was hältst du von Jordan zu Dortmund in Real Life? Das wäre super. Das wäre super cool. Sagen wir, ich bin der Beste... Okay, Chat, ihr seid der beste Fußballer der Welt, okay? Ihr seid... Sagen wir, ihr seid 24. Ihr seid der beste Fußballer der Welt. Wo... Ihr könnt überall hinwechseln. Wo würdet ihr hingehen? Ich sage euch ehrlich, ich würde safe in die Premier League gehen. Glaube ich. Weiß nicht, ob ich zu Real gehen würde, Stand jetzt. Es ist halt Geschmackssache, ne? Ich glaube, in der spanischen Liga kannst du halt übelst viele Rekorde brechen. Aber ich hätte da... Und in Spanien ist es, glaube ich, ganz schön cool zu leben. So in Madrid oder in Barcelona. Ist halt cool zu leben. Es ist nicht mehr so wie früher, glaube ich. Digga, in England regnet es nur. Ja, Digga, von mir aus kannst du auch, weiß ich nicht, hageln und weiß ich nicht was sein. Digga, da kriegst, weißt du, wie viel Kohle du da verdienst? Mir doch scheißegal. Was glaubst du, warum die alle nach Katar gehen? Glaubst du, die gehen da nach Katar, weil es da super Essen gibt? Alleine so vom Feeling her. Ja, und Gregor einfach mal, ja, nice dann. Kane overrated, meiner Meinung nach. Ja, Kane ist schon richtig gut. Der Digga, der ist einfach,
Der ist eigentlich relativ jung, ne? Ich weiß nicht, so vor 3-4 Jahren, ich dachte, der wäre 29. Der war damals einfach 24 oder so. Ronaldo ist Topverdiener mit 29 Millionen pro Jahr. Und dann kommt nochmal Werbung ohne Ende auf Instagram. Digga, der macht so viel, der macht mehr Placements als Influencer. Das ist so krass. Der hat aus seinen letzten 5 Posts oder so, waren 3 einfach Werbung. Und der kriegt einfach pro Post, weiß ich nicht wie viele Millionen. Für einen Insta-Post. Jetzt mal Real Talk, was glaubst du, wie viele DMs bekommt er jeden Tag? Mach, Digga. Ronaldo guckt sich sein Instagram gar nicht an. Das geht gar nicht. Der guckt auf sein Handy. Das geht nicht. Ach, Schnellsimulation. Guck mal, wir haben 3-1 gewonnen. Ist mir aus Versehen aufgefallen. Ja, nice. Wir sind gut, Digga. Leipzig war Erster. Hey, ganz kurz mal, wir können noch Meister werden. 5 Punkte Abstand. Erzähl mir doch hier keinen Quark. Wir können noch Erster werden. 5 Punkte. Ist nichts. Hab schon ganz andere Sachen im Fußball erlebt. Okay, Chat. Konzentration. Wir haben das Hinspiel 3-2 verloren. Es ist aber nicht schlimm. Das ist ein Fußball-Simulationsspiel. Und wir sind in der Lage, dieses Simulationsspiel zu schlagen, wenn wir unsere Qualitäten ausspielen. Willi mittlerweile eine 85. Wir haben da hinten, wenn wir alles zusammenbinden, mindestens 120 cm, wenn wir alles zusammenbinden. Und ich möchte, dass wir das tun, als Community zusammen. Wir duschen ohne Unterhose. Wir machen das, wir sind einfach eins. Jeder kennt die Frauen von den anderen. Die sind miteinander gut befreundet. Grillabende, Spielabende, Mensch, ärgere dich nicht. Aber auch sowas wie Bowling, Aktivitäten. Viel miteinander unternehmen, ins Kino gehen. Es ist die letzte Saison. Ich bin danach auf den Bahamas. Ich habe allen schon Bescheid gesagt. Freddy verlängert den Vertrag mit mir nicht. Mich sieht man in den Bahamas, auf den Bahamas, mit meiner Frau und meinen Kindern. Und dann bin ich da erstmal für 10 Jahre. Aber ich möchte vorher diesen Henkelpott holen. Der fehlt in meiner Vitrine. Ulrike kann nicht schlafen. Tut es vielleicht nicht für mich, tut es für Ulrike. Die ackert hier. Geht nachher immer noch zur dritten Herrin. Schmiert den da Stollen. Danach geht's weiter zum E-Jugendturnier. Heimturnier von der E-Jugend. Fahrgemeinschaften bilden. Holt alle Kinder ab. Die Frau lebt diesen Verein. Und ich möchte, dass wir das heute für Ulrike und für Ingo machen. Denkt da nicht an mich. Denkt da an die. Wir brauchen 2 Tore. Egal was passiert. Wir müssen 2 Tore schießen, Chat. Nicht so einen leichten Ballverlust, der Niklas Dorsch. Dann holen die wieder, genau. Komm, ruhig. Ja doch, Richard. Nee, mach's doch alleine. In die lange Ecke schlitzen. Körper über den Ball, guck ihn dir aus, mach ihn doch einfach. Aber ich spür ja was, ich spür ja eine Euphorie. Was war? Halt! Willi! Gut, Willi. Und jetzt, du hast Rasen vor dir. Du hast Rasen vor dir. Deine Hose muss weiß sein. So oft musst du die Linie da hoch und runter rennen. Voller Kreide. Willi, dein Tor. Richard! Das sind die Nerven, Chat. Schiedsrichter, 11 Meter. Jetzt, Richard. Konzentration. 0-0. Konzentration. Wir lagen 3-0 hinten, Chat. Hier wird Geschichte geschrieben. Und ich liebe diesen Verein. Ich bin froh, euch kennengelernt zu haben. Fuß vor. Geht gar nicht. Kann nicht reingehen. Physikalisch nicht möglich, weil da Körperteile im Weg stehen. Ulrike macht die Bananen klein. Ingo, geh an die Wade. Geh an jeden an die Wade. Jeder sitzt. Hört nur zu. Niemand redet. Spart euch eure Kräfte. Wir sind hier in einem fremden Land. Wir sind in Italien. In Mailand. Haben hier eine Pizza gegessen. Hab eine schlechte Rezension dagelassen. Einfach aus Prinzip. Obwohl sie echt lecker war. Wisst ihr warum? Weil ich hier ein bisschen was erreichen will. Ich möchte negative Stimmung. Die Ränge da draußen. Fangen sie schon wieder an, alle zu labern. Und genau das möchte ich erreichen. Einfach ran da. Hört mir zu. Über die Außen kommen. In die Mitte ziehen. Einen Abschluss auch mal mehr machen. Der Torwart muss die Bälle erstmal halten. Wenn der Torwart die Bälle aufs Tor bekommt, ist es logisch, dass er sie erstmal halten muss. Der Rasen ist nass. Hier in Mailand regnet's. Habt das bitte im Hinterkopf. Auch mal aus der zweiten Reihe schießen. Ihr müsst den Ball nicht ins Tor tragen. Play the ball, take the ball. Kurz mal Schulterblick, wenn's nicht geht. Erster Kontakt, sehr wichtig. Edi Geller, bisschen mehr Konzentration. Bisschen mehr Bogenspannung, Edi Geller, okay? Du bist ein super Fußballer. Aber ich möchte, dass du hier oben im Kopf da bist. Raus da. Schiedsrichter, willkommen. Ich habe hier so ein gutes Gefühl, Chan. Fritte, boah, Digga, Richard. Richard ist so nervös, Chan. Richard ist so nervös, ne? Nein, Mann, Digga, das gibt es nicht. Ich schwöre, das ist so unverdient, ne? Das ist so unverdient. Richard ist nicht mit dem Kopf bei der Sache, Chat. Super Ball. Friede! Konzentration! Ruhig! Alle auf der Bank stehen auf. Ich mach. Ruhig! Niemand steht da auf. Ich habe so eine Stoppuhr an, so eine Casio. Wenn sich da irgendjemand hinlegt, sage ich zum Schiedsrichter, stopp das. 17 Minuten. Wir brauchen ein drittes Tor offensiv. Ich glaube, wir müssen offensiv spielen. Die können nämlich ruhig einen machen, dann ist Verlängerung. Wir brauchen die Dreierkette. Ich brauche es jetzt. Jetzt müssen Helden geboren werden. Das ist der Moment, worauf den ihr euer Leben lang hingearbeitet habt. Renato spielt gegen den Verein, Freunde. Fuß vor. Boah, Gregor. Nein, unsauberer. Digga, Richard ist so im Loch irgendwie. Gut zurückgeholt. Da ist er doch. Richardson, ey, wir pressen die so zu. Mitte, Timo, nein. Die Messe ist gelesen, die Katze ist im Sack, der Drops ist gelutscht.
Der Drops ist gelutscht, Chat. Wir fliegen wegen Torverhältnis raus. Wegen der Auswärtstorregelung, die es seit diesem Jahr eigentlich nicht gibt. Anwalt einschalten. Wir sind im Jahr 2000, was ist das? 25. Es gibt diese Regel nicht mehr. Ich komme aus der Zukunft, es gibt diese Regel nicht mehr. Dortmund 6-1 auf den Sack bekommen. Liverpool 6-1 auf den Sack bekommen. Wir haben es versucht, aber wir sind gescheitert. Digga, es war eigentlich so, wir haben so einen guten Ball gespielt, ne? Wir haben so eine coole Kugel gespielt, wie wir uns nicht ergeben haben. Es soll so sein, vielleicht ist es das Beste für alle Beteiligten. Nichts passiert ohne Grund. Obwohl, wenn wir gegen Schalke verlieren, Digga, dann kündige ich sofort. Und Richard ist zu nervös gewesen. Aber er ist auch nur ein Mensch, Chat. Ein sehr gut aussehender, aber er ist auch nur ein Mensch. Digga, und jetzt verlieren wir hier gegen Schalke oder was? Wollt ihr mich verarschen? Das mach ich nicht. Richard, straf dich. So ist es. Das hätte ich vorhin von dir gebraucht. Ich check den Sommer in Deutschland nicht. Plus eins. Also, ich war zweimal weg. Ich war einmal in Ibiza und einmal in Richard. Einmal in Ibiza und einmal in Kreta. Ich war einmal im Schwimmbad dieses Jahr. Also scheiße, wegen Corona, klar, aber es war ja auch nicht so warm. Ich habe Emotes. Was passiert hier? Gut gemacht, es werden Emotes an Supporter gesendet. Die sind nicht mehr hungrig. Wann geht denn eigentlich FIFA 22 Content los, Digga? Das würde mich auch mal interessieren. Wann gibt's denn die ersten Werte? Das Spiel ist in 3 Wochen draußen. Ich weiß noch nichts. Ich weiß nicht mal, wie die Weekend League funktionieren soll. Das Spiel gibt's in 3 Wochen, Digga. Ich weiß einfach einen Scheiß über das Spiel. Früher war die Kommunikation schon scheiße, aber mittlerweile ist sie noch viel schlechter irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum die das so verheimlichen. Es wäre viel cleverer, wenn die das so sehr früh ankündigen, sehr früh gehypt ist, damit so viele Leute wie möglich Zeit haben, darüber zu reden. So. Kein Mensch versteht, was sie da vorhaben mit ihren ganzen Modis und wie die das mit den Rewards machen und so. Janni Fanny mit einem Resub im 9. Das Kind ist nach 9 Monaten da. Illegaler Junior ist so wuselig mit seinen 0,5. Digga, und jetzt spielen wir 3-3. Hier gegen Schalke nach 3-1 Führung. Man weiß nicht, wie das mit diesen Divisions in den ganzen Ligen ist. Man weiß nicht, wie man sich vernünftig für die Events qualifiziert. Man weiß, es wird über Division Rivals geben. Es gibt eine Elite-Liga, aber man weiß nicht, wie das alles zusammengestellt ist. Das ist so, als wenn ich euch sage, es gibt. Ja, mir fällt gar nichts ein. Perfekt. Das ist das dritte Mal, dass ich in meinem Leben Platz 1 in den Trends bin und das mit so einem Video. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sich so viele dafür interessieren. Einfach 200.000 Klicks nach 8 Stunden oder so. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Voll traurig irgendwie. Ja, Chat, aber man, die Wege trennen sich dann halt auch irgendwann mal. Die Sachen, die ich vorhatte, kannst du, ja, perfekt, konntest du dort nicht machen. Die Zeit war ja nicht schlecht. Ja, okay, Jungs, ey. Wenn ihr keine Lust habt, dann geht doch nach Hause. Aber hier mit so einer Flasche Leereinstellung hier zu spielen, ist einfach verquatscht. Das nervt mich, in der Allianz Arena hier nach 20 Minuten 2-0 Rückstand zu gehen. Das ist nicht unser Anspruch. Ich weiß, wir haben die Ziele verpasst, aber das ist doch kein Grund, jetzt hier so lustlos zu spielen. Zeit für den Ruhestand. Ich glaube, es ist der Ruhestand, Chat. Es ist der Ruhestand, aber wir kommen hier nochmal zurück. Servo tritt ab. Wenn es das ist, was ihr alle gerade reinschreibt, das wäre viel zu dann würde ich doch nicht sagen, ihr kommt nicht drauf. Das ist es nicht, Chat. Um das euch mal zu erklären, ich hätte selber nicht gedacht, dass das klappt. Ich hätte niemals gedacht, dass das klappt. Deswegen, das war der Hauptgrund, warum ich gegangen bin, Digga, weil ich so eine Möglichkeit bekommen habe. Das ist verrückt. Ja, Real Madrid, Freunde. Es ist Real Madrid. Ich bin der neue Präsident von Real Madrid. Ich setz die Superliga nochmal durch. Und ich finde es auch lustig, dass ihr alle da so gespannt drauf seid. Wir haben so, also ich kann es schlecht einschätzen über Insta, aber Digga, meine DMs waren voll mit dem, was die glauben, was ich mache. Die wollen wissen, was ich mache. Auch so zu dem Thema generell mit Hertha. Die sind da sehr hinterher gewesen. Und ich finde es auch sehr cool, dass ihr euch alle so interessiert dafür. Das ist ein cooles Gefühl, dass ihr euch das so juckt. Digga, Platz 1 in den Trends hätte ich niemals gedacht. Ich glaube, ich bin auf dem Bahamas-Chat. Ich glaube, es soll es sein. Verloren gegen Bayern 3-1. Die Luft ist raus. Flasche leer. Mess ist gelesen. Dortmund 6. Platz. Es war eine schöne Zeit. Es war eine schöne Zeit, aber es ist Zeit loszulassen. Wir haben den DFB-Pokal gewonnen. Wir haben die Schale geholt. Letztes Jahr war Quatsch, da haben wir nichts geholt. Dieses Jahr haben wir wieder nichts geholt. Es soll so sein. Ich gehe mit erhobenem Hauptes raus. Ich bin froh, euch alle kennengelernt zu haben. Ich liebe euch alle. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder, Freunde. Ich bin auf den Bahamas. Ulrike, Ingo, es war mir eine Ehre. Wir sehen uns nächstes Jahr in alter Frische. Mit Delay Sports. Man kann ja in FIFA 22 mit dem eigenen Verein was machen, ne? Digga, wie cool ist das denn? Da können wir auch dann früher mit Karriere starten, weil du ja dann voll lange brauchst, bis du nach oben kommst. Cool, 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 cool. Das ist meine super Idee. Ingo, Ulrike, ich wünsche euch das Beste. Wirklich aus tiefstem Herzen. Ihr wart einer der Gründe, warum ich morgens aufgestanden bin und zur Anlage gefahren bin. Wirklich vielen lieben Dank. Hier sind irgendwo Enten. Ententeilchat, kann nichts dafür. Jobangebote, redet mal mit mir. Ja, klar. Hä?
Das ist disrespectful. Ich werde zurücktreten und wir sehen uns in ein Jahr wieder. Keiner will Serbo, Digga. Flasche leer. Wirklich Flasche leer. Ergebnis Champions League. Wir sind im Achtelfinale rausgeflogen. Direkter Vergleich gegen Inter Mailand. Das kannst du niemandem erzählen, ne? So eine krasse Scheiße. Aber ist okay, Chat. Es ist in Ordnung. Ich kann mit der Situation arbeiten. Ich bin gemacht für Erfolge. Und dieses Mal soll es einfach nicht so sein. Wir haben eine super Saison gespielt, sag ich euch ehrlich. Super Saison, alles cool gewesen, kein Problem.